Hallo ihr Lieben, es ist gerade super heiß draußen und natürlich auch hier oben bei mir in der Dachgeschosswohnung. Doch wollte ich dennoch gerne mit euch zusammen kochen und zwar gibt es dieses Mal Dal. Dies ist ein indisches Grundnahrungsmittel, falls ihr es schon mal gehört habt, und basiert auf roten Linsen und ist demnach auch Low Carb, falls es euch interessieren sollte. Nachdem das Öl hier in dem Topf warm geworden ist, geben wir als erstes die Zwiebeln und die beiden Knoblauchzehen hinein und lassen sie etwas goldbraun anschwitzen. Als nächstes kommt hier diese Gewürzmischung hinzu. Da sind ein halber Teelöffel Kurkuma drin, ein Teelöffel Garam Masala, ein Viertel Teelöffel Chilipulver und ein Teelöffel gemahlener Kumin. Das Garam Masala ist dieses hier. Das ist schon bereits eine Gewürzmischung. Hier unten könnt ihr jetzt die Zutaten lesen. Ich finde es total klasse und es passt super in die indische Küche. Die Gewürze lasse ich nun auch ungefähr für 30 Sekunden mit anschwitzen. Gebe nun die 100 Gramm rote Linsen hinzu. Ungefähr 600 Gramm Tomaten. Milliliter Kokosnussmilch, und 300 Milliliter Wasser. Es sollte nun einmal kurz aufkochen, dann schalte ich die Hitze runter und es soll dann nochmal ungefähr für 20 bis 30 Minuten weiterkochen, bis die Linsen halt durch sind. Und dabei sollte man das Umrühren natürlich nicht vergessen. Das Ganze hat nun für ungefähr 30 Minuten gekocht. Wie ihr sehen könnt, ist die meiste Flüssigkeit auch schon verdampft. Die Linsen sind schon durch, das habe ich gerade probiert. Wenn ihr es jetzt noch etwas dicker haben möchtet, könnt ihr es natürlich noch weiter kochen lassen. Ich finde es von der Konsistenz her so eigentlich ganz gut, da es mich so ein bisschen noch an Suppe erinnert. Ich muss das Ganze jetzt natürlich noch etwas abschmecken, da noch etwas an Gewürz fehlt. Und nehme dazu noch Salz. Etwas Pfeffer. Eine Prise Zucker. Jetzt noch einmal abschmecken. Ja, schmeckt schon ganz gut, aber ich gebe noch etwas Salz hinzu. Oh ja, schon viel besser. Ich schreibe euch wie immer die Zutaten in die Infobox. Wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal.